Hallo Jungs und willkommen zu unserer ersten Minecraft 1.14 Folge. Ich musste kurz nachdenken. Ja, die Nummer ist aber auch ein bisschen verwirrend. Leute, ihr seht, es sieht alles anders aus. Also Kati sieht ein bisschen anders auch aus, weil die Rüstung anders ist. Ich habe mich noch gar nicht selbst angeguckt. Ja, und seht mal, wie die Fensterscheiben aussehen. Es wurde richtig viel geändert hier in Minecraft. Ja, die Fensterscheiben sind neu. Also erstmal, wir haben gerade das normale Texture Pack, weil es wurde noch nichts geupdatet. Optifine wurde auch nicht geupdatet. Es kam gerade erst raus. Und wir sind übrigens, wenn ich mir hier wegdrehe hier, wir ziehen gerade um im Hive. Deswegen, da hinten sind Umzugskisten und das halbe Zimmer ist leer. Es ist fast nur noch mein PC hier, damit wir heute extra heute aufnehmen können für euch, damit wir noch eben 1.14 hier zusammen mal ausprobieren können. Und wir haben einen Gast dabei, Kati. Wir haben einen Gast dabei und ich glaube, der müsste jeden Moment wahrscheinlich klingeln. Mal gucken, ob eine Klingel haben wir denn überhaupt eine Klingel? Nein, habt ihr nicht. Ding Dong. Eine Tür eingetreten. Ding Dong! Ich komme Fuß die Tür eingetreten. Spaziert. Bam. Leute, da ist Spark. Oder auch nicht, der kommt nicht rein. Nee, ist gut, ich komme. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Herzlich willkommen, Spark, hier in unserem Let's Play. Ah ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Leute, Spark ist ja sowieso, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich als den Minecraft-Pro. Dementsprechend ist es, glaube ich, der perfekte Partner hier, um mal, zum einen wollten wir dich überhaupt mal da haben, damit du uns mal ein bisschen bei unserem Aquarium hilfst. Aber allgemein, jetzt bei Minecraft 1.14, erzähl mal, was ist überhaupt alles neu? Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann dauert das eine Stunde, weil so lange habe ich gebraucht, die Zusammenfassung zu machen. Das Ding ging immer jetzt 6 Monate in der Entwicklung oder so. Und was man auf jeden Fall sich anschauen sollte, sind Dörfer. Neu, das ist ja das Village and Pillage Update, das Dörfer- und Plünderungs-Update. Es gibt neben den Dorfbewohnern jetzt auch noch böse Dorfbewohner-Mobs, die Dörfer angreifen. Wo, wie erkennt man die? Achso, die sehen aber ganz anders aus. Die siehst du eindeutig. Die haben Armbrüste, du kannst jetzt neue Waffen craften, also anstatt Bögen kannst du auch Armbrüste craften, die mit einzigartigen Enchantments verzaubern. Und es gibt auch Raids in Dörfern. Das heißt, wenn man vorher so ein Pillager, das ist das neue Mob, geklatscht hat, dann bekommt man so einen Bad Omen-Effekt und wenn man damit ein Dorf betritt, dann löst man einen Raid aus. Dann läuft oben eine Bossleiste durch und dann werden in 6, 7 Wellen diese Pillager die Dörfer angreifen. Oh, krass, okay. Und dann darf man die verteidigen als Spieler. Und dann geht es dann richtig ab. Da gibt es auch fette Biester, so große Stiere, sag ich jetzt mal, wo die drauf reiten und die reißen einfach alles ein. Das ist ja voll krass. Hört sich an wie aus einem Mod in Minecraft, aber jetzt ist es einfach normales Minecraft. Ja, und neue Mobs, Pandas, es gibt neue Biome, also Bambus-Dschungel sozusagen. Kann ich möchte Pandas einen Panda drin haben? Ja, es gibt die Pandas. Panda möchte ich sehr gerne haben. Das sieht fast aus wie ein Pinguin dann. Es gibt nämlich immer noch keine Pinguine. Da ja, Pinguine gibt es nicht, oder Spark? Gibt es Pinguine? Pinguine gibt es nicht, nein. Da muss ich leider enttäuschen. Aber ich habe letztens einen Mod gesehen, da gab es einen Pinguin und der sah richtig süß aus. Ich gönne mir mal ein bisschen Holz und so, hier so an der Seite mal so einen Baum. Ja, also erstmal müssen wir Spark ausstatten, Leute. Also die Frage ist, also wir haben extra in unserer Welt nicht so viel erkundet, damit wir eben hier in 1.14 noch sozusagen nicht so weit reisen müssen, um diese ganzen neuen Sachen zu treffen. Was wir zum Beispiel noch nicht gemacht haben, ist hier in diesen Ozean einfach zu fahren. Einfach nur gerade in die Richtung zu fahren, weil da muss ja irgendwann neues Land kommen. Und da finden wir vielleicht dann so ein Dorf, vielleicht finden wir auch die bösen Dorfbewohner. Unser Plan war ja eh zusammen mit Spark am Aquarium weiterzumachen und fürs Aquarium Spark brauchen wir Korallen. Richtig. Und coole Fische. Deko. Was ich auch empfehlen würde, eventuell Fische kann man einsammeln, generell mit einem Eimer. Also wenn ihr tropische Fische wollt. Ja, guck mal, was wir haben. Schaut es dir mal an. Da. Wir haben schon einen Fisch da drin. Der andere ist leider gestorben. Der ist in den Keller gefallen. Ja, der ist im Keller geflutet worden. Ansonsten und dann ist er in der Höhle geflutet worden, wo ein Creeper war. Was auch noch cool ist, Seegras und so. Also nicht alles mit Seetang voll machen, sondern Seegras. Ah. Man kann mit einer Schere abbauen unter Wasser und dann kriegt man das und kann man so setzen. Okay. Und vielleicht unten das wie Gras noch aus. Wie findest du denn momentan unser Aquarium? Ja. sieht aus wie eine Kelpfarm. Ja, wie eine Kelpfarm mit einem Fisch von dem Grünzeug. Ich hätte es ein bisschen größer gemacht, weil das ist nur ein einziger Block breit. Ich finde auch, Felix, weißt du, wir müssen das Aquarium, bist du hier irgendwo, damit du mich siehst? Ja, ich bin auf der anderen Seite vom Aquarium. Achso, ich glaube, wir müssen, guck mal, wenn man das so eine Ecke hier macht, richtig? So, aber ich wollte es ja extra so machen, weil Spark, guck mal, wenn du hier kommst, jetzt bist du der erste Gast übrigens, den wir haben. Ja. Du kannst als erster, sag ich mal, von außen beurteilen, ob das okay ist so oder ob das nicht so okay ist. Weil ich finde das, muss ich sagen, ganz cool, weil ich kann eigentlich immer gar nicht Häuser bauen, aber so mit dieser schrägen Ecke und so finde ich es eigentlich ganz also nett, also vom oder? Hausstil ist es schon mal kreativer, weil es nicht einfach ein viereckiger Kasten ist. Dann habt ihr auch noch 2 Etagen gemacht, das ist auch nicht verkehrt. Und eine hohe Deckenhöhe, das ist eigentlich auch echt gut. Und was ihr auch gemacht habt, was ich immer wichtig finde beim Hausbauen, ist, dass die Türen immer ein Block breit ist. Also die Symmetrie des Hauses auf einen Block zentrieren. Und meistens hat man so eine Doppeltür irgendwie. Und das ist auf Dauer nervig.
Und ja, gut, vielleicht einen Button für die Tür oder eine Druckplatte. Könnt ihr mal eine steinerne Druckplatte vor die Tür, weil Mobs können keine Steindruckplatten auslösen. Ach guck, das wusste ich nicht. Einfach mit, genau. Smoothstone. Genau, dann braucht ihr die Buttons nicht. Guck mal, Leute, das ist ein Tipp, den kann man einfach direkt umsetzen. Wie cool ist das denn? So, gibt es einiges. Cool, nice. Lager hier unten. Ja, ich dachte, ich mach mal kurz ein bisschen. Du brauchst auf jeden Fall eine Rüstung. Ich mach dir meine Rüstung, ja? Jo. Ich mach dir mal eine schöne Rüstung für Spark. So. Hast du noch genug Eisen, Felix? Na klar, wir haben so viel gefarmt. Ist alles am Start. So, Helm und nur noch Schuhe. Und dann haben wir das schon fertig. Ach, geil. Guck mal, cool. Jetzt kann ich mal Spark ausstatten. Spark hat nicht immer ein Crafting ausgestattet, aber jetzt, ja, Spark, schau dir mal an, ja? Ich habe hier nämlich alles Mögliche besorgt. Da ein Eisenharnisch, ein Eisenhelm, ein Eisenbeinschutz und schau dir an, sogar Eisenstiefel sind am Start. Jetzt mache ich dir auch noch ein Schwert aus Eisen. Wir immer diese so Leute, die Minecraft leider auf Deutsch gestellt haben von der Sprache. Ich habe mich lange gewehrt dagegen, aber irgendwann habe ich es auch gemacht. Tut mir ein bisschen weh, ich habe es immer auf Englisch. Ja, eigentlich, ich find's eigentlich auch viel cooler. Weil ich habe ja damals gab es das ja gar nicht mit Übersetzung. Ja. Wir haben gar nichts zu essen, ne? Gar nichts. Doch, ich hab grad was geholt. Hier, Karte, hier. Cool. Da, Melonen. So, Karotten gibt's auch nochmal. Für Spark, hier Karotten. Hier, Karte, auch yes, noch Karotten für dich. Okay. Ja, wir haben ordentlich zu essen. Ja, klar, ich habe ja gerade alles geholt. Zuckerrohr habe ich am Start, damit wir neue Bücher machen können hier. So. Als kleinen Tipp für neues Essen, auch aus der 1.13, wir können das Kelp im Ofen brennen, dann kriegt ihr getrockneten Seetang, kann man auch essen. Nur so nebenbei. Also nur so, falls ihr das noch nicht hattet. Ich habe jetzt nichts gesehen. Wir haben so viel Seetang. Ja, Seetang haben wir doch hier in unserer, das ist doch das, was wir hier drin haben bei uns. Genau, das wächst immer nach, kann man abernten und kann man essen. Ja, und Meer ist auch richtig viel. Das ist letzten Endes Wieso ist überhaupt die ganze Zeit so ein Thunderstorm hier, die ganze Zeit überall? Guck mal, wo der Blitz eingeschlagen hat, direkt hier vor uns. Ja. Es ist gelöscht worden. Direkt hier war der Blitz. Also, kann man eigentlich vom Blitz getroffen werden, ja, oder? Ja, kann man. Ich hatte einen Dreck neulich, bin jetzt Fledermaus rumgeflogen mit einem halben Leben, wurde in der Luft vom Blitz getroffen, bin einfach gestorben. Okay, nee, da sollten wir verhoffen. Aber den Regen kann man trotzdem auch skippen, teilweise. Oh, was ist denn hier passiert, Felix? Was denn? Beim Schaf ist der Zaun offen und die Dann Schafe war das laufen der Blitz? Alle raus. Nein! Es kann natürlich sein, wenn ein Blitz einschlägt. Hast du einen Zaun? Ich brauche einen Zaun. Enderman oder Blitz, ich hole einen Zaun. Nehmt Getreide in die Hand und lockt die wieder rein einfach. Oh nein, ich hab kein Getreide. Oh, ich muss hol schnell irgendwo Getreide. Ich bin gerade bei der Farm. Oh, schnell, die Schafe! Ich hab Getreide. Schnell. Oh, Spark schon Hobbygärtner. Hast du schon einen Zaun oder soll ich einen Zaun holen? Ich hab Zaun. Ganz normalen Zaun, ne? Ich laufe. Oh Gott. Also ich hab schon wieder zwei reingelockt. Sehr gut. Boah. Okay, ich kann wieder zumachen. Das pinke Schaf wehrt sich noch. Das eine Schaf muss hier noch um die Ecke. Ja, hier. Also es kann natürlich... No, das andere ist auch noch raus. Halt, ich hab doch hier Weizen. Kommt her zu mir. Es kommt nicht, Felix. Also es kann echt sein, dass wenn ein Blitz einschlägt, dann steht da kurz eine Flamme und wenn der genau auf dem Zaun eingeschlagen ist, dann brennt der weg. Das ist natürlich richtig Pech, ne? Das ist richtig bitterböses Pech, aber... Jetzt hast du wieder eins ab. Komm her. Felix, hier ist noch eins. Ich hab kein Weizen. Ja, ich hab kein Weizen. Deswegen ich mach's einfach, damit das... Ich hab hier einen Weizen, hier, aber... Hier, Karte, hier. Wo? Jetzt kommst du zu mir. Hier, komm. Okay. Rosa Schaf. Na, auch nicht mehr. Komm zurück. Okay, Karte, du schaffst sie wieder reinzubringen, dann crafte ich nämlich mal kurz fertig, weil wir brauchen ja Ausrüstung noch für Spark. Weil wir müssen jetzt ja uns ein Boot oder zwei Boote müssen wir uns machen. Hast du mir den Weizen irgendwo hingeworfen? Nein. Ja, wie soll ich das denn dann machen? Hat Spark nicht Weizen? Ich hab Weizen, ich hab nur einen Ausgang gesucht. Ihr habt ein Fenster da unten, hab ich suchen müssen. Ja. Was auch cool ist, man kann sofort mit Dispensern Scheren automatisieren und automatisch Schafe scheren. Also, das genau, Mann. Das ist ein ganz nice. Wir haben, glaube ich, sogar alles dafür. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Okay, ich hab's reingeführt. Hey, das Schaf ist wieder da. Aber vielleicht müssen wir erstmal unsere Erkundung endlich mal starten. Ja, so, stimmt. Ja. Ich würde empfehlen, nicht bei Nacht und bei Gewitter rauszugehen. Einmal bitte alle schlafen, wenn es geht. Ja, wir haben ein Gästebett für dich. Das muss ich nur noch kurz aufstellen, das Gästebett. Ja, dann wird auch der Spawnpunkt gesetzt. Obwohl, ihr seid eher am Spawn, von daher geht's eigentlich, aber... Ja. So, hier ist unser Wunder... Was sagst du überhaupt zu dem Sofa? Ist es... Nochmal gefällt dir das? Wir haben... Kat hat immer noch kein ordentliches Sofa gemacht, weil sie meint, sie will noch warten. Ah, Sofa. Ich hab eine Idee für ein Sofa. Ich habe eine richtig gute Idee für ein Sofa. Okay. Zeige ich euch gleich. Einmal kurz. Felix, wo schlafi, schlafi. Ja, ich und dann machen wir, weil wenn jetzt gleich wieder Tag wird und der Regen noch nicht fertig ist, dann wird er noch den ganzen Tag weiter. Oh, ich laufe. So.
Übrigens, neben deinem Bett liegen ein paar Werkzeuge. Man könnte ja theoretisch das auch mit Disconnecten machen, das würde ich hier aber nicht empfehlen, einfach weil wir dann vielleicht nicht wieder auf den Server kommen. Du hast noch deine. Ey! Ich schätze deine Geschenke nicht, Spark, oder was? Sekunde, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt zwei Spitzhacken. Es ist noch kein verzaubertes Tier und ansonsten nimmst du eigentlich nichts, weiß ich, aber heute müssen wir ein bisschen mit Eisen vorlieb nehmen. Das ist ja vollkommen okay, aber ich habe jetzt zwei Schaufeln, zwei Pickaxe und zwei Schwerter. Also ihr habt mir doppelt gegeben, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ja, extra, okay, damit gut. Du ausgestattet bist. Okay, das passt ja, dann. Aber du kannst mir, glaube ich, eine Schaufel abgeben, weil meine ist kaputt. Entschuldigung, zwei Pickaxes, nur eine Schaufel habe ich und zwei Schwerter, so rum. Achso, ja, nee, das soll schon so. Dann mache ich mir lieber selbst noch eine Schaufel. Ich kann dir mal was machen, Felix. Was brauchst du? Ich habe eh gerade Sachen hier. Eine Schaufel nur, eine Eisenschaufel noch. Okay. Eine Eisenschaufel und dann können wir uns auf den Weg machen. Eine Schaufel, zwei Schaufeln. Und sonst brauchst du nichts. Ja, machst du uns schon Boote, Spark? Ich mache gerade keine Boote, ich mache noch was Besseres, weil ja, ich habe ja gesagt, ich habe eine coole Sofa-Idee. Pass auf. Zeige ich euch. Hier Sparks Deko-Tipps. Die neue Serie. Okay, die gibt's schon, aber pass auf. Wo hättet ihr denn ein cooles Sofa gerne? Wo ja, eigentlich, also hier so geht so wunderschön ja die Sonne ein Sofa. Auf und so. Okay, ja. Gut. Soll so aussehen zumindest. Hast du das nicht erkannt, dass das ein Sofa sein soll? Ein klein wenig struggle ich noch damit, aber ich zeig mal ganz kurz was. So, das ist auch weg. In einem Bett? Ein Bett? Ja. Und jetzt? Oh. Hold on, da fehlt noch was. Moment. Ich glaube, ich hatte hier unten was gesehen. Ja, Sekunde, jetzt Moment. Oh nein! Okay, jetzt. Oh? Habe ich wieder ein paar Materialien. Jetzt kommt er. Oh, nett. Oh, sieht voll aus wie ein Sofa. Guck mal, wenn man das jetzt Petrol macht, Felix. Ja, dann könnte das ganz gut ausschauen, ne? Ja, einfach mit Trapdoors hier hinten für die Lehne und für die Seite Schilder. Und es gibt nämlich seit neuestem auch Schilder in allen Holzarten. Genauso wie, gut, die Trapdoors in allen Holzarten gibt es schon länger, aber Schilder in allen Holzarten. Okay, das können wir easy machen, Katja. Ist ja nice. Okay, vielen Dank, Spark. Das ist ja schon mal cool aus. Und jetzt guck mal, wenn du hier noch eins hinmachst, Felix. Weißt du, so zwei, noch? So um die Ecke. Ja, so. Hier. Ja. Das ist dann halt so zwei, dass das so wie so eine Sofaecke halt aussieht, weißt du? Ach so, noch ein Sofa daneben. Ja, genau. Das können wir auch noch machen. Und aber Petrolfarben. Wir können das Sofa halt nicht auf so Sankensofa-mäßig machen, ne? Weil das ist, das kannst du nicht auf einen Half-Step setzen. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Das aber ich meine, dafür sieht das halt mehr aus wie ein richtiges Sofa, ne? Ja, da haben wir es auf jeden Fall, also ich glaube, wir müssen es nochmal ein bisschen umbauen, aber da haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Design-Idee bekommen. Falls ihr Katzen findet, dann kann man die auch da draufsetzen. Die hocken sich hier immer auf das Bett drauf. Oh, das ist cool. Oh, das finde ich toll. Felix, hast du meine Schaufel jetzt genommen, die dir gegeben hat? Ich habe keine Schaufel bis jetzt genommen. Kannst du die nochmal rauswerfen, Kathi? Ja, da. Danke, jetzt werde ich sie hoffentlich nehmen. Nein, du musst sie weiter wegwerfen, Kathi. Du darfst nicht immer so auf den Boden gucken, wenn du sowas rauswirfst. Ja. Auch nicht so weit, einfach normal nach vorne. Jawohl. Oh, im hohen Katzen gibt es seit neuestem übrigens ganz einfach in Dörfern, ja. Es sind nicht mehr die Ocelots, die man zählen muss, sondern es gibt jetzt eigenständige Katzenmobs. Und Felix, die spawnen in der Dorfmitte. Also wenn wir ein Dorf finden, können wir theoretisch welche mitnehmen. Ja, da müssen wir jetzt endlich los, da müssen wir jetzt ein Dorf finden. Ja, lass mal aufbrechen. Komm mit! Also, wir fahren straight hier in die Richtung praktisch geraus, okay? Jupp, können wir in einem Boot zu dritt fahren? Nee. Zu zweit. Wir haben jetzt alle im Boot zu kommen. Zu zweit kann man theoretisch am besten, Spark, du darfst Kathi mitnehmen. Ich hätte gesagt, du nimmst Kathi mit, oder willst du nein, die nicht im Boot? Nein, dann habe ich einmal Ruhe, okay? Nee, der mag das nicht. Oh Gott, ey. Ja, okay. Geht da so. Schön, wir fahren jetzt einfach nur schön geradeaus, okay, damit wir auch wieder zurückfinden. Typisch Felix, fährt vorne weg und Kathi darf hinten mitfahren, ne, im zweiten Auto. Ich hab lange genug Kathi immer rumkutschiert. Oh Gott. Er mag auch nicht, wenn ich ihn mitnehme. Nein, hier ist jetzt übrigens ein Schiffswrack unter uns, gell? Wollt ihr da mal nach dem Schatzewitte suchen? Ein Schiffswrack? Ein richtiges Schiffswrack? Ja, hier liegt ein Schiffswrack. Schaut mal, hier so da, direkt unter uns. Versunken. Warum haben wir das denn nicht gemerkt? Ich glaube, das sparen wir uns aber noch auf. Das sparen wir uns auf, weil das können wir noch später holen. Okay, jetzt ist Kathi vorne. Ich bin kurz ausgestiegen. Ich habe gedacht, ich dive mal kurz runter, aber... Okay, das tut mir sehr, sehr leid. Das liegt direkt über der Wasseroberfläche. Also da kann man theoretisch mal reingucken. Gut, aber es liegt direkt bei euch, von daher. Ja. Eben, das holen wir noch später, keine Sorge. Unten sind schon wieder Ertrunkene. Weißt du, wir haben einen Schatz gesucht und wir haben so lange gebuddelt danach, das war unglaublich. Ja, das war echt nicht schön. Es kann sein, dass die Chunks jetzt gerade generieren, deswegen brauchen die ein bisschen länger zum Laden. Also eventuell sind wir gleich in der neuen 1.14. Ja, hier sind schon neu. Oh, da ist einer mit Dreizack sogar. Eine Ertrunkene. Oh nein, nicht so. Gegen den sind wir schon gestorben. Ja, das war gar nicht. Aber vielleicht schaffen wir ihn jetzt mal zu töten. Wo ist also er? Ein bisschen weiter vorne noch Richtung Land, glaube ich, bei den Birkenbäumen. Ich habe den irgendwie unter Wasser gerade gesehen. Ein Stückchen nach rechts noch.
Genau, okay. Und jetzt mal runtertauchen. Ich glaube, hier irgendwo sind Ertrunkene drunter, wenn ich das richtig gesehen hatte. Hallo. Bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, der will 11-3, sagt er. Ich helfe gerade mal. Sollen wir jetzt kämpfen oder nicht? Ja, machen kommen wir mit. Schon, also die Chance, dass er was droppt, Zack. Ist 7,5% oder so. Irgendwie oh, sowas. Jetzt schaffen wir es. Ja, aber, oh, komm, ah, komm. Schade, kein nix, Dreizack. Nix. Okay, aber jetzt mit der Eisenrüstung, Kati, können wir kämpfen. Wir müssen nur, wir haben da halt ohne Rüstung gegen den gekämpft. Wir sind halt mehrfach gestorben. Das war immer ein bisschen hart. Jo. Mehrfach ist gut, das war. Ja, es war eine Katastrophe. Ein Massaker. Die Folge gab's nicht. Die Folge stimmt, Nee, die Folge, die es nicht gab, war ja die Schatzfolge. Ja, das war aber auch, wo wir ganz viel gestorben sind. Ich glaube, wir sind noch mal gestorben gegen so jemanden. Ach, davor sind wir schon gestorben. In der neunten Folge sind wir auch gestorben. Aber die gab's nicht. So, wir reden noch auf, über Folge 9 zu reden. Die gab's nämlich gar nicht. Wollen wir an Land gehen oder wollen wir noch ein bisschen außenrum weiterfahren? Also, ich würde tatsächlich mal mit dem Schiff weiterfahren. Du kannst mehr erkunden in kürzerer Zeit. Stimmt. Also, wir können ja auch sprinten. Ich habe ja vergessen zu sprinten. Ja, ja. Ich fahre einfach mal hinterher. Vielleicht finden wir irgendwas. Muss halt laden. Es gibt auch nicht in jedem Biom praktisch ein Dorf, aber vielleicht so Plains oder die Häuser. Oh, wurden nicht geladen. Da unten ist wieder so ein kleines Unterwasserding, aber das. Da holen wir kurz. Also ein bisschen weiter weg schon. Was ist denn da unten? Oh, ganz viele Ertrunkene. Ganz viele Ertrunkene, aber. Oh. Egal, ich hole mir die Kiste. Einer mit Dreizack wieder. Eine Kiste. Oh, da ist nur Kohle und eine Schatzkarte drin. Oh Gott. Schatzkarte mitnehmen, bitte. Ja, hab schon. Oh, ja, ich hau ab. Keine Zeit für den Mist. Wir fahren weiter. Sehr gut. Okay. Habt ihr eigentlich die Koordinaten gemerkt, wo es zurückgeht? Ja, zum Spawn halt. Ne? Ja, okay, ungefähr gut. Ich hab nur ganz grob die Richtung mehr gemerkt. Ich wusste jetzt nicht. Kati, du hast irgendwann mal die Koordinaten aufgeschrieben. Nee, aber nicht von zu Hause. Nur von den Lamas. Hier ist auf jeden Fall. Oh, hier sind Vögel. Hier ist ein Dschungelbiom. Wenn da Papageien sind. Oh, ihr könnt euch direkt Papageien gönnen, ne? Einfach Seeds, schnell Gras abbauen und die Papageien zähmen. Und ein Panda. Oh. Ich sehe einen Panda. Ein neues Biom. Panda, incoming. Gut, dass die Chunks nicht laden, so kann man schön ein bisschen durch die Wände gucken. Hier, ich brauche gar nicht hier die. Ich helfe euch mit Seeds farmen. Ich habe schon in der Alpha gecheatet. Einfach Chunks nicht laden lassen. So, da oben direkt Papagei oben drin. Ja, ich hab ihn. Komm schon, Mr. Papagei. Hallo. Oh, ach, der kann ja wirklich nachsprechen, ne? Ja. Papagei, der spricht dir nach und, fliegt da die ganze Zeit nach. Oh, er wollte nicht. Ich hab ihn zwei Stücke. Da unten ist ein roter Papagei, das ist viel cooler. Ja, einmal ein roter, einmal ein weißes da. Aber ich will einen Panda. Wo ist denn der Panda? Der Panda kommt etwas direkt im Anschluss, Kati. Der ist weiter hinten im Biom. Ich hab's ganz kurz gesehen beim Chunks an. Ich kann euch die Seeds übrigens auch geben, weil ich bin ja wahrscheinlich nicht so lange da und dann bringt das vielleicht mehr, wenn ihr euch die Papageien zähmt, weil da habe ich gerade nichts von. Kannst du uns gerne abgeben, die Seeds. Ich bin ja auch gerade alles am Abfarmen hier, alles was Seeds gibt. Komm, wie viele brauchen wir denn normalerweise? Ist das so wie mit 15 Wolf? Stück, dann hast du. Also wie gesagt, Glück halt, ne? Aber. Ach so, aber schon viel, ne? Weil bei Wölfen reicht ja manchmal einer. Ja, also ich würde sagen, äquivalent zu Wölfen. Manchmal muss man. Oh, die sind nebeneinander, die sind Freunde! Oh, ich glaube, das ist ein Paar. Die sind genau nebeneinander. Hallo. Ja. Ich hab einen! Sehr gut, dann muss Kati aber den anderen eventuell nehmen. Ja, ja. Moment, ich suche euch gerade. Hallo. Ich weiß auch nicht, wo. Kann ich den irgendwie auf meinen Arm nehmen oder so? Ich kann ihn nur setzen. Bei den Booten sind die Papageien. Also da, wo wir angelandet sind. Hallo. Mein Name ist Alfie. Alles Alfie. Warum Alfie-Hund? Alfie-Hund, Alfie-Meerschweinchen, Alfie. Hier sind noch alle. Die sieht's Alfie, mach. Hallo. Sitz. Warum? Ja, fein. So. Fein, Alfie. Welcher ist deiner? Der rote. Der rote. Und Spark, wie kann man den jetzt einpacken? Eventuell kann man den sogar ins Boot reinschieben, mit etwas Glück, und er bleibt dann drin sitzen. Das wäre natürlich optimal. Man kann ihn auf die Schulter packen, wenn man drüber läuft. Also Kati hat ihn gerade auf der linken Schulter sitzen. Ach so, ja, das wollte ich meinen. Ah, wie geht das? Einfach drüber laufen, der setzt sich dann von alleine drauf. Zack, jetzt habt ihr beide den. Ja, nice. Oh, wie lustig. Hallo. Man, ja, mega ihr cool. Könnt den auch theoretisch. Nein, er ist runtergeflogen. Oh nein. Oh, ja, gut, wenn ihr hüpft oder euch bewegt, dann gehen die natürlich wieder runter, also von der Schulter. Wenn wir jetzt erkunden gehen, würde ich Folgendes vorschlagen: Ihr könnt die ja hier hinsetzen, die Papageien, dann Rechtsklick drauf machen, dann sitzen die und folgen, also so wie Hunde halt, ne? Und dann könnt ihr die wieder abholen, wenn wir zurückkommen, weil es ist halt ein bisschen gefährlich, die teleportieren sich in euch her, und wenn ihr gerade am Kämpfen mit Mobs oder so seid, dann kann es sein, dass ihr den Papageien mitschlagt. Jetzt sitzt meiner im Boot. Das ist auch perfekt, Kati. Meiner ist im Wasser, der sitzt sogar richtig gerade drin. Sehr gut. Oh, okay. Das ist mir langsam. Ja, schiebt ihr noch einfach hier an Land oder so, Schiff rechts, und dann sitzen die und dann ist gut. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich Richtung Panda gleich gehen, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ui. Spark passt hier auf alles auf, Leute. Ja, perfekt. Ja, die beiden haben mir gesagt, ich soll mal ein Auge drauf halten, deswegen. Das war's dann für die heutige Folge. Wir sind mitten im Dschungel. Ich seh Panda!
Ja, sag ich doch. Ich konnte nicht anders. No, keine Folgenspoiler. Okay, da hinten ist der Panda, Leute. Der ist neu hier in dieser Version. Finden? Ich gehe aber nicht ganz nah ran, ja? Den seht ihr und was man mit dem machen kann, erklärt uns Sparker in der nächsten Folge, ob man den auch zähmen kann und so weiter. Da ist auf jeden Fall der Panda. Oh, da ist der Panda, Leute. Morgen um 15 Uhr geht's weiter auf dem Kanal von Kati. Oh, der Panda, Panda, Panda. Ihr spoilert alles schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nochmal rum, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen. Und schaut auch bei Spark vorbei, Leute. Spark macht auch ein Video hier von seinem Besuch bei uns. Also Link zu Sparks Kanal natürlich auch unten in der Beschreibung. Und ja, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.